Ich sag nur eins. Alternativer dunkler Magier. Den alternativen dunklen Magier gab es schon lange vor dem Yu-Gi-Oh! Card Game, wie wir es heute kennen. Und Konami hat sich gedacht, packen wir ihn doch mal in dieses Set hinein. In diesem Set haben wir dunklen Magier Support als auch blauäugiger weißer Drachen Support Karten drin. Und für mich als dunkle Magier Boomer, ich zeige euch auch gleich warum, kann ich es kaum erwarten, dieses Set zu rippen. Drückt mir die Daumen, dass wir hier was Gutes ziehen. Ich bin sehr unerfahren, was Yu-Gi-Oh! Angeht. Aber ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt in den Kommentaren, wenn ich was Falsches sage. Also scheut euch nicht da, was hineinzuschreiben. Und wir beginnen jetzt mit dem Opening. Viel Spaß. Battle of Chaos. Ich hoffe, das Set bringt was Gutes für uns. Ich bin echt gespannt und ich hatte ja eben erwähnt, ich bin dunkler Magier Boomer. Ich sag euch auch warum. Denn hier sind ein paar meiner ersten Yu-Gi-Oh! Karten überhaupt. Und zwar der dunkle Magier als auch der blauäugige weiße Drache. Und man sieht hier SDY und SDK. Starterdeck Kaiba und Starterdeck Yugi. Das waren die ersten Yu-Gi-Oh! Karten, die ich gekauft bekommen habe. Ich war noch ein Kind, meine Eltern haben mir das gekauft. Aber das sind die Karten, die mich geprägt haben und die Artworks finde ich einfach mega schön. Gerade mit dem dunklen Magier und dem magischen Kreis im Hintergrund. Kommen wir nun aber zu diesem Set hier. Ich bin echt gespannt, was uns hier erwartet. Ich habe hier schon mal ein bisschen was präpariert, um das Ganze flüssig vonstatten gehen zu lassen. Muss man gerade... Oh, hinter der Folie. Es riecht immer noch wunderbar. Ich mache mal hier den Einzelhändler. Battle of Chaos. Oh, wunderschön. So machen es wohl die Yu-Gi-Oh! Profis. So präparieren die das Ganze. Ich stelle es mal so hin, damit ihr wisst, wie viele Packs wir noch haben. Und wir beginnen auch schon direkt mit dem ersten Booster. Wie gesagt, ich bin ein absoluter Yu-Gi-Oh! Neuling. Und ich hoffe, ihr könnt mir in den Kommentaren weiterhelfen. Kann man das so aufreißen oder macht man das so? Ich habe keine Ahnung. Ich habe in den letzten Jahren wenig Yu-Gi-Oh! Karten geöffnet oder beziehungsweise irgendwelche Yu-Gi-Oh! Karten gezogen. Aber schauen wir mal rein. Das Ganze auf Deutsch, damit wir auch genau wissen, was wir hier genau haben. Eisjade, Erosion, Geistertrick, Schuss. Endstation. Da spielt der Fokus nicht mit. Was haben wir denn hier? Das kann man kaum lesen. Schwert, Seelen, Bösherrscher, Xing Long Yuan. Also ganz ehrlich, die Raritäten sind, das müsste glaube ich eine, ist das ein Secret Rare oder Hype? Das ist ein Secret Rare, oder? Aufgrund dessen mit dem Voll, oder ist das, erzähl doch nicht. Nein. Nein, nein. Starlight Rares, also ich weiß, Starlight Rares ist die höchste Rarität in dem ganzen Set und das wäre über das ganze Kartenbild zu sehen, meine ich. Auf jeden Fall heftiges Monster. Ein Synchromonster, wie man es kennt. Direkt mal vorsichtig zur Seite. Puppenglück, der große doppelt besetzte Zauberer, glänzendes PCF. Das war so von früher auch so eine Karte, die sie jetzt neu wohl gemacht haben. Und Frieden der Schwertseele. Schöne Karten. 5Ds war übrigens das Letzte, was ich jetzt wie wegen der Synchro-Karte sagen wollte, was ich an Yu-Gi-Oh! Geschaut habe tatsächlich. Also 5Ds war so das Intensivste, was ich gesehen habe. Und ja, dann war es auch für mich dabei. Also dank Master Duel bin ich da wieder reingekommen. Und vielleicht, Dinomorphia Stealthburgia. Wie auch immer. Und vielleicht erkenne ich ja, also Dinomorphia habe ich schon gesehen, Master Duel. Vielleicht sehen wir noch ein paar mehr Karten wieder. Also Dinomorphia, Master Duel ist der Grund, warum ich jetzt auch wieder so ein bisschen mehr oh, hier, guck mal, hier schon ein Knick, ey. Das ist ja nicht schön. So der Grund, warum ich so ein bisschen mehr wieder in Yu-Gi-Oh! Reingekommen bin. Macht einfach Spaß, das Spiel. Könnten gerne ein bisschen Neues bringen. Nordischer Schmied Ivaldi. Aber da habe ich jetzt in dem Game halt gelernt, wie das Ganze mit den Link-Monstern, Xyz-Monstern und so weiter funktioniert. Ich hatte keinen Plan, ne? Also Yu-Gi-Oh! Hat sich so derbe schnell entwickelt. Ich bin da nicht hinterhergekommen. Wenn man da einige Jahre raus ist, dann war es das komplett für einen.
DDR-Abwerbung. Ahornmädchen. Eisjade Ägirine. Schön. Und mal so. Ich muss mal gerade gucken, ob es viel. Ich guck jetzt wirklich mal. Gibt's hier sowas wie einen Kartentrick, den wir machen können? Ich bin mal gespannt. Ich zähle jetzt mal mit. 1, 2, 3, 4. 4 Karten, dann haben wir das. Na hier. Liebromant Feierstarter. Und wir haben 1, 2, 3, 4 Karten tatsächlich. Ja. Macht Sinn. Wenn 9 Karten im Booster sind, sollte man das auch so. Ist es in der Mitte, dann sollte man wissen, was man genau hier hat. Wir schauen mal, ob wir das hinkriegen. 1, 2, 3, 4. Ich weiß auch nicht, auf welchem Slot der dunkle Magier ist. Und wir lassen uns einfach mal überraschen, was wir hier. Dinomorphia Schall, wir hatten eben schon mal eine Dinomorphia Karte gezogen. Endstation wieder mit dem Topf der Gier. Onibimaru Seelenfeger und Eisjade Schöpfung Eisvogel. Also ich muss sagen, die sehen schon wild aus, die Karten. Und ich muss sagen, echt aufgeregt. Wir machen jetzt mal hier keinen Kartentrick. Denn ich habe echt wenig Dinomorphia Umkehr. Echt wenig Yu-Gi-Oh! Displays geöffnet. Und zwar genau ist das mein zweites. Ich hatte, bevor ich YouTube gemacht habe, auch schon mal von King's Court ein Display geöffnet, aufgrund der Götterkarten. Und ja, es ist. Ich finde es halt schön, das Ganze aufzunehmen, mit anderen zu teilen, was man an Hits gezogen hat. Und dann die Freude. Dimensionsbeschwörer und nordische Reliquie Svalin. Ja, Svalin. Dimensionsbeschwörer und eine. Dunkle Magierkarte, wie ich. Magier. Ja, ich sag mal nichts Falsches. Aber es geht echt schneller zu öffnen als Pokémon-Karten, muss ich ehrlich sagen. Da es nicht so viele. Soldat der finsteren Dimension. Karten sind wie jetzt in so einem Pokémon-Booster. Verrückter Hacker. Und man dann doch schneller durchrushen kann durch so ein Display. Man weiß ja, wie lange so ein Video werden kann, wenn man ein Pokémon-Display öffnet. Was ich auch gegebenenfalls schon online gestellt habe oder dann noch vorhabe, nachdem wie es klappt. Vampirgeist. Interessant. Die Karten hatte ich im Master Duel auch oft gesehen, als ich mir ein Eldritch-Deck gebaut habe. Da waren auch sehr viele Vampir-Karten drin. Das ist dann unsere Ultra Rare. Und damit haben wir eine Ultra Rare und eine Secret Rare gezogen. Sehr interessant. Schreibt mir gerne in die Kommentare, oder ich werde ja eh gleich sehen, wie viele ich jetzt hier ziehen kann, aber wie viel theoretisch möglich sind zu ziehen. Ultra Rare DD Greif. Da muss ich sagen, bei den Pendelmonstern, die ja auch eher sehr mythisch waren am Anfang von Master Duel, weil ich nicht wusste, was die können, kommt das nicht so gut rüber, der Holo-Effekt, ehrlich gesagt. Das ist sehr. Ja, gefällt mir nicht so sehr. Letztes Booster der ersten Hälfte. Wir haben noch keine richtig gute, sage ich mal. Also hier so ein blauäugiger Jetdrache wäre schon nice. Oder so ein Libromant Agent. Auch interessant mit den Schriften im Hintergrund. Schönes Artwork. Schön. Es ist so schön, mal wieder Yu-Gi-Oh! Karten zu rippen, anstatt von Pokémon oder Digimon. Digimon war ja auch öfter mal in der Vergangenheit Wächter-Chimäre. Ah. Illusionsmagier oder andere, das sind. Digga. Das ist einfach die zweite Secret Rare. Also, mir gefällt die Pull Rate, gefällt mir sehr, muss ich echt sagen. Und, ich habe ja vor, auch dann die Ghost from the Past Sets, oh, Nordischer Schmied, Ivaldi hatten wir schon. Ghost from the Past, das ist so das Set, was ich mit King's Court letztes Jahr geöffnet hatte, und das waren halt wirklich schöne Karten. Leider keine Ghost Rare, aber vielleicht Ghost from the Past 2 gönnt ein bisschen besser, wer weiß. Werde ich sehen, oder habe ich vielleicht schon gesehen, ich bin mir halt nicht sicher, wann dieses Video überhaupt online kommt, aber relativ zeitnah würde ich behaupten. Diktator der Drachen. Sehr nice. Haben wir schon mal mit eine der Supportkarten für das blauäugige, eine blauäugige Drachen-Support. Und für diejenigen oder an diejenigen, die bisher schon geschaut haben,
Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ich noch ein weiteres Disp Sonne und Mond. Hey, Rauchmoskito. Verrückt, sieht aus wie so ein Thunmonster, wie es Pegasus genutzt, verwendet hatte. Aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare und lasst es mich wissen. Wollt ihr noch eine zweite Display-Rip-Reihe sehen? Ich habe sogar noch ein zweites tatsächlich da. Aufgrund dessen, dass Gateway Games ein Angebot hatte oder ein Sale hatte und dank Vision mit dem Vision mit den blauen Augen. Ich bin schon im Englischen. Nice. Blauäuger, weißer Drache Support. Nehme ich an. Jetdrache, wo bleibst du? Dunkler Magier, wo bleiben sie? Ich warte und ich will euch haben. Was ich sagen wollte, Gateway Games hat einen Sale gehabt und da gab es halt Battle of Chaos für einen reduzierten Preis und Shoutout an Osaru. Danke für die 5%, die ich dann nochmal zusätzlich on top runterbekommen und abgezogen bekommen habe. Hat mir sehr gefallen. Dementsprechend habe ich weniger als 49 Euro für so ein Display gezahlt und ich finde, das ging voll klar. Libroband, Firestarter hatten wir eben schon. Und langsam wiederholen sich die Karten. Es wäre aber schon schön, noch so eine Starlight Rare oder einen dunklen Magier zu ziehen. Danke. Wie heißt der Blattersatz Scholle? Dinomorphia, Ahornmädchen. Uradora des Schicksals, nordische Reliquie, Hilskjalf. Oder so. Rauchmoskito, Mutant, Mutant und so weiter. Wir haben jetzt noch 5 Booster von Battle of Chaos. Ich bin dazu geneigt, ein Megapack zu machen und das mache ich jetzt auch. Dafür öffnen wir jetzt hier dieses Boostermann 1, 2, 3, 4 und legen die Hitkarten einfach mal jetzt so dahin in der Hoffnung, dass wir was Gutes ziehen werden. 1, 2, 3, 4. So. Und in der Hoffnung, dass ich den Kartentrick jetzt hier nicht verkacke. Das kann nämlich schnell passieren und würde den ganzen Spaß nehmen. 3, 4. Und wenn wir den dunklen Magier ziehen sollten, bin ich mal echt gespannt, ob er auf diesem Slot ist oder ob er den Slot davor hat. 3, 4, 5. Kurz Konzentration. Sonst passieren Fehler und Fehler wollen wir nicht machen. Die gehen so schön auf. Pokémon, nehmt euch ein Beispiel. 1, 2, 3, 4. Oh, das fühlt sich sehr sanft an. Unsere Hits. Hier sind unsere anderen Karten. Mal sehen, ob wir was hier dabei haben. Ob ich... Ich hab verkackt. Ich hab den Kartentrick verkackt. Das gibt es nicht. Oh, da hat der dunkle Magier den Slot mit jemand anderem getauscht oder kommt dann der Starlight Bear? Ich habe keine Ahnung. Ich bin echt mal gespannt. Es scheint aber nur einmal gewesen zu sein. Wir hatten jetzt... Ja. Der Frühlingsdrache. Vampirfasziniererin. Bitte. Bitte. Wir haben den Kartentrick verkackt. Ich bin jetzt aber mal gespannt, welche Karten anstelle von denen an der Stelle sind. Aber ich habe doch richtig gemacht. Drehen wir um. Ja, da ist unsere erste. Dunkler Vertrag mit Patentilienz. Weiter. Chaos Neftis. Hey. Ey, das sagt mir irgendwas. Hat es damals irgendwas mit Horus zu tun, den Karten? Die waren auch mega sick. Aber Neftis war, glaube ich, nochmal was Separates. Und dann hätten wir noch 2 Karten dahinter. Drück mir die Daumen. Wir haben ultimative Fusion. Schön, schön. Auch blauäugiger Drachensupport. Nice. Und unüberlegte Einmischung. Kommen wir nun zu unserem Recap. Beginnend mit den Super Rares. Wir haben einmal dunkler Vertrag mit Patentlizenz, ultimative Fusion, nordische Reliquie, Vision mit den blauen Augen, nordische Reliquie Svalin, schon besser, Dinomorphia Umkehr, nordischer Schmied Ivaldi zweimal, Eisjade Schöpfung Eisvogel,
DD Greif, Libromant Agent, Diktator der Drachen, Epigonen, der imitierende Eindringling, Dinomorphia, Stealth Bergia, Libromant Feuerstarter, auch zweimal, Vampirfasziniererin und Soldat der finsteren Dimension. Die Ultra Rares. Goldene Schrift, Holofoil, I like it. Sonne und Mond, Eisjade, Ägirine, Vampirgeist und Chaos Neftis. Und jetzt kommen die ganz großen Banger, die Secret Rares. Die fast ganz großen, muss ich dazu sagen. Starlight und Dunkler Magier, wäre nochmal was drüber gewesen, aber wir haben hier Wächter, Chimäre und da muss ich so geht's. Schwertseelen, Bösherrscher, Kissing Long Yuan oder so. Das sind auf jeden Fall wilde Artworks. Jetzt nicht meine Favoriten, die ich gerne hätte ziehen wollen. Aber immerhin noch besser als gar keine Hits zu haben. Aber schreibt mir gerne, wie ist die Rate hier in dem Set, in die Kommis bitte. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, wollt ihr, dass ich ein zweites Display vom Battle of Chaos öffne oder nicht? Lasst es mich gerne wissen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen und hören uns das nächste Mal. Bye.